war echt gar nicht so übel. War es schlimm? Doch. Es war schlimm. War nicht schlimm? War echt nicht schlimm? Na dann nochmal. Anneliese. Anneliese. Moment, A cappella, A cappella. Anneliese, yo, Mutterficker, Anneliese, Mutterficker, Anneliese, Anneliese, yo, yo, Mutterficker, Anneliese, Anneliese, Anneliese. Wie bringst du das? Okay, so gehen wir nicht von der Bühne, sondern wir spielen noch ein versöhnliches Lied. Ich bin dagegen. Ihr seid dafür, ich bin dagegen. Ich bin nicht so wie ihr, ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Weil ihr nichts davon versteht, ich bin dagegen. Ich sag es noch einmal, ich bin dagegen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Ich bin nicht blöde. Auch wenn du gern so tust, ich bin nicht faul. Ich hab nur einfach keine Lust, ich bin nicht hässlich. Ich seh nur anders aus als du, du hast verloren. Du gibst es nur nicht zu, ich bin nicht taub. Du brauchst nicht so zu schreien, ich bin nicht blind. Ich seh es nur nicht ein, ich bin nicht stumm. Ich halte nur den Mund, was soll ich sagen? Ich hab doch keinen Grund. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Ablehnung, mit der ich euch gegenüberstehe. Wenn ihr schon dabei seid, dann betrachtet auch mein Aussehen als Symbol. Ich bin nicht neidisch auf dich oder dein Geld. Herzlich willkommen in meinem Lebenslauf. Ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du dann durch bist und mich wieder verhaust? Stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus? Du kannst mir leid tun. Die Wut, sie macht dich blind. Du hast verloren. Ich bin nicht mehr. Wirklich niemand, einfach keiner.
Danke. Danke für den übersprachlichen Applaus. Tschüss! Ja genau, Zugabe, Zugabe. Wir haben durchgezählt. Wir lassen uns hier nicht verarschen. Nee. Es hieß 31 Songs. Und wie viel waren's? Ich habe genau gezählt, es waren 26. So nicht mit es uns. Es fehlen noch 5. Ja, wir müssen nochmal auf die Bühne. Und wir haben aber inzwischen eine Sache festgestellt. Die beste Band der Welt, die Ärzte, haben auch die höflichsten Fans der Welt. Wir schauen dann ja immer runter und da bilden sich ja so Kreisel, so Bolognese tanzende Kreisel. Und wir haben einen Spion losgeschickt, Maria aus unserer Redaktion, die war da unten beim Bogen. Und sobald jemand hinfällt, bilden sofort 3 andere Ärztefans einen Kreis um diese Person und heben die sofort auf, damit ja nichts passiert. Ist das nett? Die sind unfassbar freundlich und... Das ist super. Ich meine, diese Sitzlaola, wenn Wahnsinn. Hier 1 Million Leute wären, die wäre 500 Kilometer weiter, die auch noch funktioniert. Ja, sieht beeindruckend aus auf jeden Fall, was die Ärzte, die Headliner hier bei Rock am Ring heute auf die Beine gestellt haben. Aber wie gesagt, wir lassen uns nicht bescheißen. Es war schön, ja, aber wir bestehen auf unsere 31 Songs. So nicht mit uns. Also, kommt ich mal wieder schnell auf die Bühne. Los, wir gehen jetzt einfach noch mal runter. Die kommen schon. Dankeschön. Ah, ihr Frischluftfreaks, ich liebe euch. Inklusive der scheiß Tribüne. Euch liebe ich auch. Ich weiß genau, wie sie es anfühlt, mit Austern und Champagner da oben sitzen zu müssen. Gezwungen auf der Ehrentribüne zu sitzen mit 5000 Euro Tickets. Es ist ein Scheißgefühl, ich weiß, ich kenne das. Aber ich kann euch dieses Scheißgefühl austreiben. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu singen. Habt ihr Lust?